Das längste Morelo-Heck der Welt. 11 Meter und, was hat er? 40. 11 Meter 40 Länge. Es ist eine PKW-Garage drin für ein ausgewachsenes Auto. Ja, wenn du mal kurz zu mir kommst, sei so lieb. Hier ist Stefan Buhr. Und dieses Schätzchen, das gilt es jetzt zu verkaufen. Es ist wirklich ein außergewöhnliches Fahrzeug. So viele wurden gar nicht gebaut von dem. Hier sind 112 GSO, Palaceliner, ein Fahrzeug mit Slide-Out, das sehen wir nachher. Hat eine große Garage für ein Mini. Und das Besondere ist hier, der ist auf einem großen Eurocargo, 15 Tonner mit 320 PS und 12-Gang-Getriebe. Der geht wie Schmitz Katze. Du liebst das Auto wegen dem 12-Gang-Getriebe. Der fährt butterweich, oder? Ich mag es gern. Ja, es gibt auch Leute, die mögen es nicht so gern. Die haben lieber ein 6-Gang- oder 8-Gang-Getriebe, aber ich mag es gern. Ja. So, und jetzt zeig mal bitte. Das Coole ist bei dem Auto, das ist ein Nahverkehrsauto, schon der etwas größeren Klasse. Hat eine Riesenmaschine drin, ist sehr sparsam. Das heißt, man kann das Auto fahren mit roundabout 20 Litern. Ja, genau. Mhm. So, das Schöne ist aber dabei eigentlich der Slide-Out. Es sind ganz viele Sachen drin, die wirklich toll sind. 479, 900. Der war gar nicht so billig, als er neu war, oder? Nee, das auch nicht, nee. So, wir können es gleich mal sehen. Also man kriegt unglaublich viel Reisemobil fürs Geld. Von vorne hat er schon die neue Schnauze. Ja genau, 22er Modell ist das. 22er, das heißt, wenn ich den jetzt kaufe, ist der dir oder ist das jetzt eine Vermittlung? Der gehört mir, der Wagen. So, der gehört dir und ist ein Palaceliner. Das heißt, ich kriege ein Jahr Garantie von einem Morelo-Vertragshändler, nämlich von der Firma Wohnwagen Vogt. Du bist da der Geschäftsführer. Ihr macht das Ganze seit rund 60 Jahren. Das ist vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, wenn man sowas gebraucht kauft, ist natürlich als Quelle ein Original Morelo-Vertragshändler zu haben, gar nicht schlecht, oder? Ja, mit Sicherheit. Ne? Wir haben ja den Teile-Support und wir kennen uns mit den Fahrzeugen auch aus. Und der Wagen ist ja wie neu. Der Wagen hat ja lediglich 8.500 Kilometer. 8.500? Ja, der ist praktisch wie neu noch, der Wagen. Ist auch Mehrwertsteuer ausweisbar. Und von dem her ist es ja praktisch wie ein neues Fahrzeug. Ja. Wir können uns den mal anschauen von der anderen Seite. Und da sieht man sehr schön, dass dieser Slide-Out hier, das Raumgefühl, das sind nur wenige Zentimeter. Ich schätze mal ungefähr, wie viel sind das? 50? 50, ja. Ja, also circa, sage ich jetzt mal. Wir werden das jetzt nicht genau nachmessen. Aber wenn wir gleich da reingucken, du denkst, du wirst in der Turnhalle. Ja, ist irre. Das Raumgefühl ist einfach toll. Da ist er. So, und wir werden uns erstmal ein paar Sachen anschauen von außen. Der hat einen Gastank drin? Genau, der hat einen 150 Liter Gastank. Hat generell eine gute Ausstattung. Was ihm fehlt, finde ich aber auch gar nicht schlimm. Der Wagen hat kein Solar obendrauf. Aber ich finde es ganz interessant, wenn man jetzt hier nachher 1 kW nachrüstet und macht das dann so, wie man es möchte. Da gibt es ja auch unglaublich viele Varianten, wie man das Ganze hätte mit dem Solar. Und von dem her finde ich es gar nicht schlimm, dass es noch nicht hat. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist enorm, denn wir reden ja hier von einem Fahrzeug mit Slide-Out. Das ist genau das, was alle suchen. Mhm. Ein Slide-Out, der nicht zu groß, nicht zu klein ist. Du hast eine irre Länge. Ja, viel größer geht es ja nicht mehr. 12 Meter ist das Maximum an Fahrzeugen, was es überhaupt gibt. Und mit 11,40 Meter bin ich schon ganz groß dabei. Es gibt ja noch 14 Meter, das ist aber natürlich den Reisebussen vorbehalten. Genau. Das ist das, was viele nicht wissen. Wenn Sie Reisebus fahren und der ist über 12 Meter, dann kann man das nur mit dem D-Führerschein machen. Richtig, genau. Und das hier ist fahrbar mit dem C-Führerschein. Den C-Führerschein gibt es zum Beispiel bei der Firma Kaiser in 9 Tagen. Und auch die Theorie, wenn man schon ein B oder C1 hat, ist nur die Veränderung. Das heißt, du musst nicht mehr alles lernen. Genau, ich habe es auch hinter mir. Es war schon viele Jahre her. Ich habe es auch geschafft. Kann ich auch nur jedem empfehlen, das zu machen. Es kostet ein paar tausend Euro, zwischen 3.000 und 5.000 Euro, je nachdem, wie man sich anstellt. Das Ganze kann man in 9 Tagen machen. Das Lernen circa eine Woche für die Theorie. Dann fährt man. Man kann auch direkt den CE mitmachen. Dann ist es wesentlich günstiger. Und dann hast du keine Zuladungsprobleme mehr. Was hat denn der hier jetzt für eine eingetragene Tonnage? Das sind 15 Tonner. Und er hat ja fast 5 Tonnen auch an Zuladung dann, ne? Krass. Ja, geh mal rein. Das geht nämlich wirklich. Ich habe nämlich eben gesagt, geh mal rein. Das ist kein Problem. Die Besonderheit an dem Auto ist, das ist umgerüstet worden für den Transport von 2 Motorrädern. Genau. Kann aber problemlos wieder zum Autotransport zurückgerüstet werden. Genau, das war der Wunsch vom Vorbesitzer gewesen, da er hier Harley Davidson transportiert hat, dass er noch gar nichts montiert hat.
Und jetzt hängt es eben an dem nächsten dran, was für ein Auto er montiert. Und dann müssen wir einfach dann hier die Vorrüstung wieder richtig dran machen. Dann, ne? Warum wurde das Schätzchen dann jetzt verkauft? Gab es eine komplette Änderung. Der hat ja Mehrwertsteuer ausweisbar, der Wagen. Und der Vorbesitzer hat das für sein Geschäft genutzt und hat aber jetzt unverhofft sein Geschäft verkauft, wo er auch nicht Nein sagen konnte. Der Wagen war Bestandteil der Firma und ist jetzt dann eben umgestiegen auf ein kleineres Wohnmobil und hat deswegen den Wagen hier mit der Firma dann verkauft. Und hier sind die Rampen dabei, die kannst du ausfahren, die sind jetzt gesichert. Dann kannst du einfach von draußen mit dem Wagen hochfahren. Es ist wirklich die Garage. Allein, auch wenn ich kein Auto habe, ist das schon sehr praktisch. Aber ein Auto mitzunehmen, was für ein Auto könnte ich hier reinfahren? Ein Mini würde hier reinpassen. Fiat 500, Mini oder Citroen C1. Kein Problem. Also es sieht fast noch länger aus, oder ja, täuscht das? Ja, es ist schon noch ein Stück länger. Man hat noch vorne hin immer noch richtig Platz dann, ne? Fahrräder gehen auch eigentlich in den? Ja, das ist jetzt hier so vorgerüstet, dass der noch einen Raum hat. So, der Dato ungenutzt ist. Und hierfür gibt es eben tolle Fahrradträger, die ich auch elektrisch runterfahren kann. Es gibt ja auch die Werksvariante, wo hier eine Plattform runterkommt. Ich könnte aber auch hier einen Fahrradträger montieren, der hier dann eben komplett nochmal elektrisch runterfährt. Also ich würde hier jetzt ein Trainingsgerät reinmachen und da kann ich mich hier reinstellen hinten. Das ist nicht authentisch bei dir. Das ist ein Arsch. Ich trainiere so viel. Er hat eine Zentralverriegelung eigentlich auf den Klappen? Gucken wir gleich mal. So. Bevor ich was falsch sage. Sieht aber so aus. Also ich habe schon den Schalter gesehen gerade eben. Der könnte auch für die Tür sein. Aber also Riesenauto und der Schalter ist vorhanden. Ja. Schalter ist vorhanden. Ja. Okay. Gucken wir aber gleich mal an. Ich habe ihn doch eben betätigt. Weißt du noch? Ich habe nämlich gerade eben haben wir nämlich den Slide-Out rausgefahren und das ist auch noch ein klasse Detail. Dieser kleine Slide-Out, der hier drin ist, der aber wirklich innen gleich. Du hast ihn eben rausgefahren. Ich habe gedacht, es gibt's gar nicht, oder? So ein bisschen rausgefahren, was es ausmacht. Wir gehen am besten mal rein. Wir haben ihn jetzt rausgefahren. Und dann können wir vielleicht noch einen Blick hier. Ist hier wahrscheinlich Elektrik oder was ist hier drin? Zweimal. Einmal Batteriefach hier. Okay. Das sind dreimal 210. Drei 210er. Ja, das heißt, genau. Du kannst 1500 Ampere entnehmen, theoretisch. Wirklich, da kann jede 210er kann 500 Ampere. Ja, das ist natürlich... Theoretisch. Ja. Ich zeige euch das mal. Da ist nämlich die 210er Super B drin, die haben wir schon getestet. Da kann jede eine Stromentnahme von 500 Ampere... Aber das ist keine Empfehlung, ne? Nee, Dauerstrom. Ja, die ist für 500 Ampere zugelassen. Das ist ja krass. Das wird man natürlich niemals brauchen, aber sie kann's. Und das Coole ist, das sind zertifizierte Batterien. Hier vorne siehst du die ganze Elektrik. Die könnte auch so in einem Palace sein. Jetzt also ist auch die Zentralverriegelung hier, ne? Ja, das ist die Zentralverriegelung. Das heißt, wir haben eine komplette Zentralverriegelung. Man muss also keine Klappen einzeln öffnen. Der hat auch einen Doppelboden. Genau. Das können wir auch mal zeigen. Absichtlich die Tür mal aufgemacht. Die Tür hält an dieser Stelle absichtlich, dass falls die Klappe aufsteht. Also das Fahrzeug ist noch nicht... Genau, mach mal einer auf und zu. Das bin ich gerade eben. Falls ihr noch irgendwas seht, was kommt, Fahrzeug ist noch ganz neu und bekommt noch eine komplette Inspektion. Hast du einen Schlüssel am Mann? Geht schon. Ich liebe das, diese Authentizität. Das ist auch das, was der Andreas Kühne gesagt hat bei dir. Da haben wir es. Das ist unser Staubsauger. Ja, es war mein Highlight vor vielen Jahren. Es ist schön zu haben, aber ich denke, dass man heute auch zusätzlich mit einem Akkugerät innen drin auch gut klarkommt. Aber er ist da, der Staubsauger. So, Breite ist 2,50 Meter. Also, wenn ihr den kriegt, du bist ja Morelo Vertragshändler, es gibt sowieso ein Jahr Garantie. Dann wird der natürlich einmal komplett mal durchgecheckt von euch nochmal mit allen drum und dran. Aber der wurde schon, der Wagen ist absolut in Ordnung. Okay, verstehe. Alles. Nein, weil jetzt gerade hier die Klappe nicht aufgehen. Oh, ja, gut, wenn man sie jetzt richtig zumacht und dann passiert das mal. Ne? Okay, super. Also das ist mit drin. Du weißt ja, die Leute gucken genau zu. Also es ist ein hohes Fahrzeug, hat Hubstützenanlage drin. Das Coole dabei ist natürlich die Höhe. Du bist über allem hier mit dem Auto. Ja, ganz interessant ist auch hier, jetzt haben wir da vorne zwar ein bisschen Moos und Dreck, aber der hat vorne, habe ich so auch nicht gesehen, auch einen Unterbodenschutz nach unten drunter, ein Blech. Ich weiß nicht, ob du in der Art schon gesehen hast. Ich finde es sehr interessant. Dass du sowas siehst?
Ach, der Fahrschutz noch ein bisschen, ja. Also, und er steht halt wahnsinnig hoch trotzdem. Ne? Unterfahrschutz. Mhm. Gut, das ist ja gar nicht schlecht. Also hier vorne siehst du hier, ist die Nummer 413. Übrigens oben ist eine Sattanlage mit drauf. Und das ist der Slider, komm mal mit. Der ist komplett aus Carbon. Der soll nämlich leicht sein. Ja, ist richtig. Und der hat eine ganz besondere Technik. Das ist nicht wie in Amerika, sondern der hat so Scheibenwischergummis. Ja, das Problem ist bei den amerikanischen Slide-Outs die Dichtung und auch der Winter. Und derjenige, der ihn erfunden hat, ich denke, du kannst ruhig sagen, wer es ist, du weißt. Der Klaus. Genau, Klaus. Der hat sich natürlich richtig was dabei gedacht. Ne? Und der Klaus hat es erfunden. Und hier siehst du also zwei Fenster drin im Slide-Out. Der ist gar nicht so groß, aber wir gehen jetzt mal rein. Und das Raumgefühl, das ist erhaben. Auch das Fahrgefühl mit so einem 8-Liter-Motor. Du tuckerst über die Straße, der hat richtig Power. 7 Liter, ne? Ja, fast 8. So. Du weißt ja, ich kann ja so eine Schmäh nicht auf mir sitzen lassen. Wenn du mich hier als Lügner darstellst in Videos. Das ist ein 6,7 Liter Motor. Ja, das sind doch fast 8. gut, ich nehme es zurück. Der Motor hat 6,7 Liter. Heißt aber auch, bei 6,7 Liter Motor ist die Motorbremse auch schön ordentlich, oder? Schön ist eben bei dem Wagen auch dann der Abstandstempomat. Der ist mit drin. Genau, und das ist eben die Besonderheit bei dem Eurocargo, dass er den Abstandstempomat hat. Und es ist super angenehm, mit der Motorbremse zu fahren, weil er eben dann auch mitbremst. Ja, das ist die Motorbremse, die hat zwei verschiedene Einstellungen. Nämlich einmal Automatik und einmal manuell. Und das ist ziemlich toll. Das ist wahrscheinlich eine Staudruckbremse, oder? Die hinten drin ist am Auspuff. Macht auf jeden Fall zu. Und dann kann der Motor nicht mehr so gut drehen. Und die Bremse ist verschleißfrei oder nahezu verschleißfrei. Ja. Und dadurch kannst du natürlich Passstraßen runterfahren, drückst auf die Motorbremse, lässt einfach nur das Gas los und der bremst automatisch und das richtig gut. Das ganze Fahrzeug hat natürlich ein Luftdruckbremssystem, ein Druckluftbremssystem. Das siehst du hier sehr schön mit einer Feststellbremse, allen drum und dran. Also ein richtig, richtig großer LKW mit einer Federung. Wenn du mir das mal kurz zeigst, da unten ist nämlich die Luftfederung mit drin. Der hat eine Fernbedienung, der hat eine Vollluftfederung, Vorderachse und Hinterachse. Und ich muss die spätestens bedienen, wenn ich die Garagenklappe nutze und das Fahrzeug einlade. Achso, da kann ich hinten runterfahren, genau. Damit es einfach. Und ansonsten könntest du natürlich auch manuell eingreifen und bei gewissen Hindernissen die Vorderachse und die Hinterachse dann manuell hoch oder runterfahren. Also Vollluft. Volle Luft ist das. Okay, vorne und hinten, das Ganze. Das heißt, der schwebt natürlich auch richtig. Das ist aber keine Nachrüstfederung, sondern eine Werksfederung. Das heißt, die ist gebaut eigentlich für mehrere hunderttausend Kilometer. Jetzt hat der hier gerade mal 8000 Kilometer. Das heißt, alle Wehwehchen, die er jemals hatte, hat der schon erlebt. Ja. Wenn irgendwas im Service mal war oder so, was nachgerüstet wurde. Er ist natürlich noch sehr neu. Ob er alle erlebt hat, das weiß man nicht. Ne? Ich glaube, das wäre auch dann nicht korrekt, wenn ich das so sage. Aber der hat mit Sicherheit auch schon ein Wehwehchen gehabt, aber nichts Schlimmes. Ne? Ich bin ins Wagen selber auch schon mal eine Kurzstrecke gefahren. Problemlos. Problemlos. Ja, setz dich mal rein da in das Fauteuil. Und setz ruhig mal rein. Und ich filme jetzt mal von hinten und dann könnt ihr sehen, irgendwas stimmt hier nicht mit dem Auto. Denn der Platz, den du hier in dem Auto hast, der ist schon vollkommen üppig. Also ich kenne das nur natürlich aus dem großen Empire Liner. Und von der Breite her ist er genauso, oder? Ja, das ist ein irrer Effekt, wenn man von außen reinkommt und hier einfach diesen Platz hat. Es kommt ja noch viel besser. Das ist eine Barversion, die typische Barversion, die man hier hat mit dieser feststehenden Platte. Der Stefan dreht mal den Sitz und dann setze ich mich mal hier vorne in den Beifahrersitz rein. Und dann ergibt sich hier ein Raumgefühl. Boah, das ist... Stefan? Gefällt's dir? Ich will nur noch so einen haben, ganz ehrlich. Weil bisher war das, ich habe immer gedacht, so Slide-Out Morelos, die liegen bei 600.000, 700.000. Ja. Das ist gar nicht so. In dem Fall sind wir jetzt hier bei 479.000. Und das ist, denke ich, ein fairer Kurs für so ein tolles Fahrzeug, ja. Der hat alles. Der hat Leder, der hat Gastank, der hat eine Klimaanlage drin. Der hat eine Hubstützanlage drin, der hat gefederte Luftsitze. Richtig, genau. Die bräuchte man eigentlich nicht, weil er hat ja Vollluftfederung. Ist schon schön, ne? Ja. Aber er hat es halt drin. Dann hat er hier das Alpine drin, das Navi, das ich persönlich sogar schöner finde als dieses Garmin
Von der Bedienung her ist es nämlich noch ein normales. Aber ich persönlich auch, sage ich auch ganz ehrlich. Ich mag das hier lieber, ja. Ich kriege jetzt einen Alpine in meinen neuen Reihen. Der wird in 5 Wochen eingebaut. Das ganz neue Alpine. Ich kriege sogar einen Rückspiegel von Alpine. Ziemlich cool. Ein permanenter Rückspiegel mit Abdunklung. Das wird ganz witzig. Und dann siehst du hier natürlich die Bedienelemente hier mit drin. Das ist schon mega. Das heißt, du hast einen LKW drin. Kein Fernstrecken-LKW, sondern immer noch einen kleinen LKW. Aber von den kleinen LKWs den großen schon. Ja, schon größer als 15 Tonnen. Das ist schon ein Gewicht, ja. Was ich auf jeden Fall noch nachrüsten würde, wäre eine 360-Grad-Kamera bei der Fahrzeuglänge. Das wäre mir schon wichtig, dass ich da eine 360-Grad-Kamera hätte. Das bieten wir an, das können wir machen. Ich würde es für mich machen. Also was ziemlich beeindruckend ist, ist die Länge schon allein schon von hier, wenn du nach hinten durchguckst. Aber das Fahrzeug geht ja noch einen Meter nach hinten noch mal raus. Also da ist ja der unsichtbare Meter, ja genau. Der unsichtbare Meter. Deswegen wäre die 360-Grad-Kamera vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Ich würde es auf jeden Fall machen, ja. So, es gibt so viele Stellplätze, wo du mit solchen Fahrzeugen problemlos reinfahren kannst. Also ich sage nur, das Thema Landjachting ist ja ein großes Thema. Eine spezielle Zeitung, die sich auf Stellplätze für lange Fahrzeuge spezialisiert hat, wo du nicht ganz wie in Amerika vorne reinfährst und hinten wieder raus, aber du kommst mit solchen Fahrzeugen rein. Also das Magazin habe ich mir jetzt auch nochmal angeschaut im Januar auf der Messe. Haben sie toll gemacht, wo direkt auf den ersten Blick zu sehen ist, für wie viel Meter der Campingplatz geeignet ist. Und auf den Stellplätzen, da kommt man in der Regel auch hin. Auch die Anfahrtswege sind genau beschrieben. Geht das mit so und so vielen Metern? Hat man da Probleme? Es wird sogar genau beschrieben, wo es Probleme geben könnte und wie man da fahren soll. Das heißt, die Anfahrtswege sind beschrieben. Aber hier, kannst du mir mal einen Gefallen machen und den Slider mal reinfahren, dass wir einmal sehen, wie sich das Raumgefühl entwickelt. Denn ihr also bekommt gleich einen 2,50 Meter breiten. Und als ich eben reingekommen bin, das Erste, was mir aufgefallen ist, der Grundriss, den hatte ich so noch nie gesehen, weil üblicherweise es keine Trennwand gibt zwischen dem Fahrersitz und dem Hinterraum. Aber die Trennwand, die war gar nicht da. Der Slide-Off war nur eingefahren. Was Stefan jetzt macht, er lässt die Luft ab in den Balgen. Da ist nämlich ein spezielles System zur Isolierung drin. Und das dauert einen kurzen Augenblick. Da wird mit einem Kompressor die Luft abgesaugt. Stimmt das alles, was ich sage, Stefan? Ja, stimmt. Und jetzt boah, wie schlimm. Ich meine, das ist jetzt auch nicht schlecht, aber vorher hat es mir besser gefallen. Jetzt ist wieder normal, ja. Jetzt ist wieder ganz normal die Größe. Interessant bei dem Grundriss ist, es ist ein Fünfsitzer. Der Wagen hat ein Hubbett. Er hat 5 Sitzplätze. Schon sehr interessant, wenn man mit mehreren Personen wegfahren möchte. Ich habe eben einen riesengroßen Platz in dem vorderen Bereich dann. Das war uns die Wand hier. Stefan, du fährst es bitte nochmal raus, weil ich gehe nämlich jetzt mal in die andere Position und zeig mal, wie sieht denn das Ganze aus, wenn man vom Badezimmer aus filmt. Und das ist so, es ist Magic, oder? Ja. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Das Coole ist, das Ding ist auch dafür gebaut, dass man es darf. Also es ist wirklich ein robustes Teil. Ja, ja, ja. Denn der Konstrukteur, der Klaus, der das entwickelt hat, ist kein Unbekannter in solchen Sachen. Und der hat sich lange Gedanken gemacht, dass es nämlich auch problemlos funktioniert. Und also in der Preisklasse ein Slide-Out, das finde ich schon beeindruckend. Ist gut, ja. So, jetzt erweitert sich der Raum maximal.
Wenn du jetzt vorstellst, du hast schon einen Hund dabei, noch zwei Kinder, da hast du mal Raum jetzt hier. Da hast du einen Raum. Ja. Ja, die Amerikaner lachen sich jetzt tot, die würden jetzt den Slider auf der anderen Seite noch rausfahren. Machen wir das Hubbett auch mal runter. Das Hubbett, können wir runter, ja genau, machen wir runter. Aber es ist ja so, für deutsche Verhältnisse ist das hier schon ein großer Wagen. Küche, die fährt automatisch rein und raus, ist vielleicht jetzt nicht wie im Actros-Liner, aber da trennen uns ja auch nochmal, ich glaube, der doppelte Preis bei dem Großen. Gibt's, ja. Gibt's, also für eine Million gibt's jetzt auch Morello. Und hier hast du vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, also ich, ganz ehrlich, wenn du hier pragmatisch rechnest, dann hast du ein tolles Auto. Was ich cool finde, ist die Garage, Stefan. Ja. Das ist eigentlich so, hier ist übrigens für euch ein 40-Zoll-Fernseher, der in dem Auto hier schon fast wirkt wie ein 32er. Hubbett elektrisch. Das Hubbett ist natürlich toll, wenn du jetzt auch wirklich 5 Personen mitnehmen kannst. Mhm. Viele machen ja keine 5-Personen-Zulassung wegen der Zuladung und hier kein Problem. Bei fast 5 von Zuladungen null Problem. Ich finde den Grundriss auch so interessant mit Slide-Out. Es gäbe ja noch die Möglichkeit in der Nachrüstung, dass wir hier noch ein Polsterstück einsetzen, was verbunden wird mit der Schublade. Ja. Werde ich hier eine große Couch. Ja? Dann könnte sogar noch jemand Kleines auch mal noch hier den Platz nehmen. Da schlafen. Aber interessant ist, dass du eigentlich den kompletten Raum jetzt noch benutzen kannst, auch wenn das Bett unten ist. Klar, die beiden Stühle fallen weg. Ja. Aber du hast halt nicht diese Beengtheit. Nee. Das sind echt nur, ich sag mal, das sind ja nur wenige Zentimeter vom Slide-Out. Aber ich bin immer wieder beeindruckt. Die Amerikaner, die werden sich totlachen. Die hätten jetzt hinten noch 2 Slide-Outs, hätten an der Seite einen Pop-Up oben. Aber hier für deutsche Verhältnisse ist das doch, wenn du damit unterwegs bist, dann ziehst du natürlich einige interessante Blicke auf dich, die dann sagen, naja, hätte ich doch die 50.000 Euro mehr für ein Slide-Out ausgegeben, oder? Definitiv, wenn man reingeht, ist es unbeschreiblich vom Raumgefühl. Warte, ich stelle mich mal hier hin. Jetzt gehe ich mal gerade hier hin. Also, dass man nur mal den Platz sieht in der Küche. Ja gut, es sind ja nur wenige Zentimeter, aber prozentual reden wir ja dann schon über 30% ungefähr. Mit den mit der Dämmung in allen drum und dran. Ja, 25%. Ja, könnte hinkommen, ja. Warte mal, 25% wären, es sind 25% mehr. Ungefähr, ja. Gut. Schön auch hier in der Küche, jetzt stehen wir da. Natürlich auch immer wieder. Hat er schon drin? Immer wieder ein Hingucker, eben die Spülmaschine. Die Fischer und Paykel schon drin, die Mega-Spülmaschine. Dann ein 3-Flammen-Kochfeld, das ist auch pragmatisch, funktioniert. Pragmatisch. Da brauche ich keinen. In Verbindung mit dem Gastank kann ich 100 Jahre kochen. Die Standard DeLonghi. Du, ich bin schon. Dann hat er die Novell-Küche, die ist ein bisschen angeschrägt. Genau. Das ist, ich weiß gar nicht, ob das Standard ist. Ich glaube, das ist Standard in dem. Nee, ist kein Standard. Das muss man auch mitbestellen. Ach, guck mal hier, allein schon diese Wand hier, die hast du ja normal nicht, ja. Dass du auch mal siehst, hier hört es ja dann auf mit dem Spaß, wenn du nach hinten gehst. Aber da brauchst du es ja auch nicht mehr. Du brauchst es im Wohnraum und nicht im Schlafraum. Ja, sieht mal ganz klar, wie viel mehr Wohnraum wir haben. Also ich geh mal hier auf die Seite. Stefan, ich muss das zeigen. Guck mal hier durch die Kamera durch. Guck mal hier durch. Das ist doch ultra, oder? Ja. Die Breite, wie du hier hast. Gut, der Rest ist ja Kindergeburtstag. Also das sind die Steuerung vom Slide-Out. Richtig. Wenn du mal kurz beschreibst, was sieht man hier? Der zeigt mir an, zum einen die verschiedenen Pumpmodi von den Schläuchen, von den Luftdichtungen. Und er sagt mir auch in dem Moment, wenn ich reinfahren will, was ich machen soll. Jetzt funktioniert alles. Und ansonsten gibt er mir das vor anhand vom grünen Licht. Mhm. Also das ist wirklich made in Germany. Genau. Das ist kein amerikanischer Angepasster mit irgendwie Vordach oder so. Nee, braucht er nicht. Nee, und speziell für den Frost ist eben auch noch dann eine Heizung dann da, bevor ich den benutze, den Slide auch, dass eben auch das Ganze rundum die Dichtungen beheizt werden. Ist da was zu pflegen oder ist das im Rahmen der Wartung? Also wichtig ist, dass der Wagen im Blei steht, dass er eben auf den Hubstützen nivelliert ist. Und ansonsten, ja, man sollte immer vorsichtig mit allem gucken. Wenn ich unter Bäumen stehe, dass nicht oben Äste dann auf dem Slide-Out liegen geblieben sind, bevor ich ihn reinfahre. Ich denke, das ist normal, dass man darauf achtet. So, und du hast eine alte Heizung hier mit drin, das langt auch locker. Weil der ist ja gar nicht innen so lang. Also das ist ja der Trugschluss. Innen hat er ja, glaube ich, nur 10,50 Meter. Okay. Nur, ja. So, dann da hat er natürlich viel mehr Kleiderschränke. Ja. Also ich zeige mal, fahr mal von vorne an. Er hat zwei große Apotheker. Ja, richtig. Machen wir mal auf.
2. So, cool. Und dann den Dometic 10 in der Version Kompressor, nehme ich an. Genau. So, Kompressor. Und die Inverter-Mikrowelle, die ist aber Standard, glaube ich, jetzt im Palace. So, und die ist mit drin, aber die Spülmaschine ist zum Beispiel nicht Standard. Ja. Schon kein Standard, aber toll. Gut, habe ich verstanden. Dann Kleiderschrank. Ja, mal auf. Den da, ja. Der ist schon mal gut beleuchtet. Da unten ist auch das ganze Bordmaterial. Das können wir ja mal zeigen. Das heißt, die ganzen, alles, wie es vom Werk kam, ist noch vorhanden. Alle Betriebsanleitungen, alle Service-Sachen, das ist Standard bei Morello Kixe, bei allen so. Also egal. Und da ist wirklich alles vorhanden, was jemals eingebaut wurde. Von der Mikrowelle über Hubstützenanlage, ein Buch. Also so, als wäre ich der erste Besitzer. Und das Geile ist ja, dass die Mehrwertsteuer ausweisbar ist. Also da kann ich mir vorstellen, wenn jemand das als mobiles Büro nutzt, auf Fahrtenbuch, super Sache. Es wird häufig genutzt, ja. Mhm. So, jetzt gehen wir direkt mal durch. Gehen wir durch, ja. Stefan. Wir gehen gleich ins Badezimmer. Aber zunächst zeigen wir mal dieses dezente Queensbett, das eine Breite hat von, ich kann raten, 2 Meter? 1,60. Aber wirkt so groß. Das ist so schön. Guck mal, du kannst an der Seite, obwohl ein Auto drunter ist. Ja, es ist von der Höhe noch akzeptabel. Ne? Ich kann hier ganz normal sitzen. Ohne. Habe ich schon anders gesehen, also der, wo du dann gar nicht mehr richtig sitzen kannst. Dann hast du auch hier einen dezenten 32 Zoll Fernseher drin. Das ist schon ganz okay. Was ist hier drin in dem Schrank? Jede Ecke wird genutzt. Du hast ja nochmal Kleiderschränke wiederum bei der Stufe links und rechts. Da gucken wir gleich mal rein. Aber hier hast du ja nochmal zwei. Ja, denn es gibt einen richtigen Nachtschrank. Das finden viele auch ganz toll. Da kannst du dann deine Brille reinmachen, dein Handy, was weiß ich alles. Und ganz viel USB-C-Ladebuchsen, USB-Ladebuchsen. Und auch ein C dabei. Auch ein C dabei. So. Und dann hast du hier einen Kleiderschrank auf jeder Seite. Ja. Aber es ist wirklich mal ein realistisches Fahrzeug, wenn du das dauerhaft mit 4 Personen nutzt. Und wenn du dann einen Kleiderschrank hast für alle. Und hier hast du eben genügend Kleiderschränke. Das ist wirklich gut. Ja, aber ich würde das auch allein nutzen. Das hätte ich gar kein Problem. Ja, könntest du ihn fahren, ne? Und dann würde das bestimmt gehen, ne? So, ich zeig mal, hier oben hast du denn die Kleiderstange. Mach mal zu. Denn auch hier, das ist aber bei allen Morellos so. Okay, nochmal auf. Ja, ich meine, wie ist denn das, wenn jetzt die Leute noch nie sowas gefahren haben und fahren hier vom Hof, 11,50 Meter, gut, ich bin in der Fahrschule gefahren dann, aber die Leute sind schon bedächtig, oder, wenn die hier losfahren? Ja, es sind ja viele, die haben sich ja gesteigert im Laufe der Zeit von 7 Meter auf 9 Meter und dann schon eine gewisse Erfahrung da. Aber trotzdem, ihr würdet den hier ausparken aus der Lücke? Ja klar, natürlich, und so einen Wagen kann man auch Probe fahren mit uns. Und dann ist vielleicht auch mal die Angst auch weg, dass man so einen Wagen gefahren ist. Verstehe. Hier drunter hast du noch eine Stufe, denn das ist ganz witzig. Hier ist jeder Zentimeter genutzt, aber auch unterm Bett, das ist übrigens der Staubsaugerschlauch. Unterm Bett hast du auch noch eine riesen. Ja, da haben wir auch noch eine schöne Schublade. Ah, da ist der andere Staubsauger. Interessant. Vielleicht finden wir jetzt im Bad denn noch die Düsen. Und die sind auch da. Ja, dann der Rest ist eigentlich so, wie man es von Morello kennt. Fußbodenheizung ist Serie, glaube ich, bei Palace. Genau, das ist richtig. Dann haben wir hier noch die BD-Funktion bei der Toilette zusätzlich. Hat er auch eine Waschmaschine? Nee, Waschmaschine hat er nicht. Keine. Warte, also, zeig mal. Natürlich Platz in diesem Bereich dann hier für die Waschmaschine. Also hier wäre jetzt Platz, hier könnte man die nachrüsten. Hier. Die kann man natürlich auch in die Heckgarage machen, aber da muss man gucken mit einem Auto, genau. Denn das passt ja ganz genau. Dann hier ein großes Waschbecken. Alle Stauräume. Wie zu Hause, ne? Mhm. Also was fehlt, ist das Lightout. Den habe ich nicht zu Hause. Ich glaube, jeder, der sich zu Hause mal Badmöbel gekauft hat, so war es bei mir zumindest. Ich bin damals beim Hausbau total erschrocken. Was sie kosten. Was Badmöbel kosten, ne? Ja, da sind so 2000 Euro so nix. Ganz schnell, ja. Es ist fast wie eine Küche. Dann große Dusche. Pass mal auf, dann. Sag mal hier, Frischwasser, Grauwasser und so, ist das auch erhöht eigentlich bei so einer Tonnage? Weil die Erhöhung hat. Der ist ja von der Länge her, wird es ja gehen.
410 hat sie erhöht, ja. 410 Liter Frischwasser? Ja, und Abwasser haben wir 280, im Fäkalientank auch 280 Liter. 410, also ja. Das ist normal, sind ja 300, 350 so rum. Das hat auch einen Grund, warum man das dann in der Regel bei der Größe der Fahrzeuge mit PKW-Garage auch auf maximal 410 macht. Wir könnten es ja noch erhöhen, das Ganze, aber in dem Moment fällt uns der Doppelbodenstauraum vorne weg, weil dann die Tanks immer weiter nach vorne dann gehen und dann fehlt mir der gesamte Doppelbodenstauraum, den ich eigentlich schon bräuchte in so einer Fahrzeuge. Man könnte ja vorne auch, hinten in die Garage, wenn ich kein Auto habe, zwei so Tanks von der Landwirtschaft nehmen, ja, mit 1000 auch, Liter. Ja, habe ich schon gesehen, ne? Ja, kannst du ja reinmachen. 1000 Liter, aber wäre theoretisch denkbar. Ne, kannst du, ich sag mal, zweimal 1000 Liter. Ja. Wäre kein Problem. Auto wiegt ja auch 2 Tonnen. Nicht ganz, aber ich denke, so ein Mini 12, 1300 Kilo. Ach, Spaß. Also braucht man natürlich aber nicht. Ich habe tatsächlich schon gesehen, etwa mit 500 Liter, wo Leute in so einem Fahrzeug leben und dann keinen großen Wert auf den PKW, sondern eben auf alles Mögliche dann eben. Ja, Wagen kann man auch prima als Umzugsauto verwenden, denn vom Platz her wird es gehen. Also genau, der, ja. Oder? Genau. Aber das ist doch auch ein Auto, wo du drin leben kannst. Fest, ja. Oder? Ja, das gibt's ja. Ja. Mhm. Das stellt sich irgendwo in Spanien an die Sonne. Machst den langen Schuh und schön. Also 5 Personen, das heißt, hier habe ich 2 Sitzplätze, vorne habe ich 2 Sitzplätze und den VIP-Sitzplatz in der Wahrsitzgruppe. Und auch den kann man übrigens drehen. Das Hubbett ist elektrisch, der Fernseher ist elektrisch. Also alles, was ein Morello ausmacht und natürlich automatische Sattanlage, der Wechselrichter, die Klimaanlage und. Okay, ja, du hast mich überzeugt. Ja. Jetzt hätte ich fast gesagt, mach den Vertrag klar. Das müsst ihr machen, denn ich fahre ja noch ein Auto. 479.900 Mehrwertsteuer ausweisbar. Richtig. Und ich denke, wenn jetzt einer wirklich Interesse hat, hat noch einen Gebrauchtwagen, ruhig mal dich mal anrufen. Ja, du bist ja offen für alle Wünsche, die jemand hat. Ja, vielleicht wird man sich ja einig, kann man das so sagen? Meistens schon. Ne? Meistens schon. Also Wohnwagen Vogt. In Saarbrücken, tolles Auto, aber mit Slideout, da hast du nicht so viele gehabt in der Vergangenheit. Nee, es waren nicht so viele. Es gibt auch nicht so viele. Die Produktionskapazitäten für den Slideout sind ja auch irgendwo begrenzt und es wird nur eine gewisse Anzahl an Slideouts jedes Jahr produziert. So, wer noch keinen hat, jetzt zuschlagen. Ja, wir drehen am fetten Donnerstag 2024. Heute ist der 8. Genau. Und gleich geht es dann intravenös an die Bierzapfstation im Saarbrücker Rathaus. Aber ohne mich heute. Tschüss. Ciao.